blind, nicht taub. Erstmal zurück zur Basis. Euer Befehl? Ewig. Komm mit. Ihr geht da rein. Die Goldmine ist auch bald leer. Wir bauen jetzt hier erstmal ein paar O-Ton-Beschützer. Nur damit wir überhaupt standhalten könnten, sollte etwas passieren. Meine Kraft gehört euch. Ja, alle, die jetzt irgendwie ein bisschen angeschlagen sind, sollten sich in die Nähe von den Mondbrunnen begeben. Sind Dämonen in der Nähe? Sie sind immer in der Nähe, Illidan. Guck dir diese Lande an. Unsere Krieger greifen den Feind an. Das ist ja schon wieder super gelaufen. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Murloc-Mutant? Was ist aus meinen kleinen süßen Murlocs geworden? Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ich bin blind. Was haben wir hier? Ring des Schutzes 3. Das Böse. Halleluja. Damit hat er jetzt 11 Rüstung. Das ist natürlich episch. Unsere Zeit ist in der Boden in der Nähe. Sehr gut. So, hier oben hin. Euer Gebäude ist fertig. Auf euer Zeichen. Du auch. Unsere Krieger greifen den Feind an. Schlammmonster. Ich werde ungeduldig. Zeig den Weg. Ihr 5. Repariert mir jetzt die Glevenschleuder. Ansonsten. Unsere Zeit ist knapp. Haben wir eigentlich. Ja, hohe Kosten haben wir jetzt natürlich. Haha. Nein, aber wir haben ansonsten, glaube ich, eine ganz gute Basis. Handschuhe der Hass finde ich auch gut. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Allerdings sind die Sachen, die wir sonst haben, jetzt leider ziemlich gut. Handschuhe der Hass. Ich bin bereit. War das Angriffsgeschwindigkeit? Angriffsgeschwindigkeit. Oh, das ist so wichtig. Ah, die weite, weite Welt. Das ist zu wichtig. Das ist leider zu wichtig für den Dämonenjäger, als dass ich das irgendwie nicht nehmen könnte. Ich bin bereit. Ihr seid am Zug. So. Ich warte auf euch. Was ist der Ruf der Natur? Ja, ich nehme noch ein paar mehr mit. Und einen Clown-Druiden nehme ich auch mit. Ihr seid am Zug. Euer Befehl? Wir werden jetzt einen größeren Angriff fahren. Und zwar Richtung des Schädels von Gul'dan. Wir werden mal schauen, wie viel ist da eigentlich an Gegnerpotenzial. Ich lasse den Mana-Trank erstmal hier. Ich werde ungeduldig. Tichondrius. Ist das alles? You wait for me. Eine Herausforderung. Ist das alles? Ich bin bereit. Warum bewegen Sie sich einfach nicht? Ich verstehe es manchmal nicht. So, angreifen. Euer Befehl? Wie meine Brüder. Den nehmen wir raus. Ich bin wach. Ich bin wach. Werden wir erobert? So. Mit Vergnügen. Zeig den Weg. Sehr gut. Meine Kraft gehört euch. Ich bin blind. Du bist ein bisschen angeschlagen worden. Hier nehmen wir Verjüngen. Sind Dämonen in der Nähe? Weiter geht's. Da oben haben wir den Beginn ihres Lagers gesehen. Euer Gebäude ist fertig. Look at that. Illidan, du gehst vor. Euer Gebäude ist nicht fertig. Was ist der Ruf der Natur? Meine Kraft gehört aus. Bärengestalt. Oh. Einmal bitte den. Gut. Du bitte den. Da ist eine Jägerin gestorben. Das ist jetzt aber nicht so wild. Nö. Wo soll ich zuschlagen? Ich werde ungeduldig. Ich kenne mein Sind Dämonen in der Nähe? Es wird euch.
Seuchentrend. Ziemlich groß. Meine Kraft gehört euch. So. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich bin wach. Hol sie euch. Ich mache kurzen Prozess mit ihnen. Ich bin blind, nicht taub. Ich bin bereit. Nein. Den kriegst du nicht. Den kriegst du jetzt so erstmal nicht, mein Freund. Ich bin bereit. Klärt mich auf. Den würde ich gerne am Leben lassen. Ich werde ungeduldig. So, es geht natürlich. Den ziehen wir jetzt gerade auch mal ein wenig raus. Spuckt schon aus. Das Ding ist weg. Ihr seid am Zug. Viel Mana, zu wenig Mana. Natürlich. Ihr seid am Zug. Ein Schuss. Wo soll ich zuschlagen? Sehr gut, das war auf jeden Fall eine wichtige Basis des Gegners. Wir haben sie ihm genommen. Drei Irrwische. Ihr fragt euch, was habe ich jetzt vor? Ich werde auf jeden Fall jeweils eine und da noch jeweils zwei. Ich werde da oben jetzt Mondbrunnen bauen. Einfach nur, damit ich so einen Ort habe, an den ich mich zurückziehen kann, wenn es wirklich schlecht aussieht. Ihr wagt es, Illidan könnte... Auf euer Zeichen. Die gehen nur auf eins runter, oder? Meine Kraft gehört euch. Ich glaube, die gehen Minimum auf eins runter. Zeigt den Weg. Ja. Ah, die weite, weite Welt. So, wir bauen... Götter, erleuchte meinen Weg. Ich warte auf euch. Wenn der nächste Angriff, der kommt, der fetzt meine Leute weg. Das kann ich nicht zulassen. Ich hoffe, das reicht hier. Wirklich. Ich hoffe wirklich, das reicht. Ich weiß gar nicht, ob man hier... Ich bin bereit. ...so eine anständige Rolle des Schutzes kaufen konnte. Wie sie, Unsere Zeit ist knapp. Werden wir erobern? Fasst euch kurz. Gibt es Ärger? Meine Kraft wird offen. Wo soll ich zuschlagen? Euer Befehl? Du wirst es relativ schwer haben, hier irgendwie durchzukommen, wenn du so weitermachst. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Hallo, euer Gebäude ist fertig. So, perfekt. Fang schon mal an. Du reparierst das Ding. Ich bin wach. Ihr könnt ja auch ein bisschen nachhelfen. Euer Gebäude ist fertig. Den zum Beispiel. Unsere Zeit ist knapp. Und du den. So, und ich erinnere mich daran, dass ich gerade dabei war, so ein paar Units mit hochzuschicken. Sprecht frei heraus. Damit wir ein bisschen Unterstützung bekommen. Und zwar diese fünf nehmen wir jetzt. Und ich würde sagen, ein Mondbrunnen geht noch. Wo soll ich zuschlagen? Und dann müssen wir jetzt gleich weiter nach vorne. Und es sieht fast so aus, als würden wir hier gar nicht weiterkommen. Wir müssen also einen anderen Weg einschlagen. Hier geht's weiter. Ja, wie ich schon sagte, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es sind langwierigere Missionen. Aber gibt das finde Ärger? Ich nicht verkehrt. Das finde ich gut Kraft so. Gehört euch. Da haben wir einen Teufelspirscher. Die kennen wir ja nun auch schon zu Genüge. Illidan. Ich werde ungeduldig. Zieht sie mir mal los. Ein einziger Teufelspirscher. Na geil. Was hat er denn geglaubt? Dass er mich aufhalten könnte? Der Weg. Das Böse rückt näher. Ich bin wach. Euer Gebäude ist fertig. Wo soll ich zuschlagen? Ist sehr linear und führt hier nach oben. Da haben wir das nächste Lager. Ich werde mir vorher mal diesen Teufelspirscher hier rausziehen. Er könnte nämlich nerven.
Wo versteckt sich wohl Tichondrius? Auf Wachtposten. Klärt mich auf. Ich bin der kleine blind, Drecksack. Illidan kriegt auch leider nicht mehr Erfahrungspunkte, wie ich gerade sehe. Alles? Stufe 9 scheint das Maximum zu sein. Ich werde ungeduldig. Unsere Zeit Ihr seid ist am knapp. Zug. So, nein, wir greifen ich das Boot. Ich werde es versuchen. Meine Kraft. Auf euer Zeichen. Sind Dämonen in der Nähe? Wo soll ich zuschlagen? Ich warte auf euch. Ihr seid am Zug. Perfekt, weiter geht's. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Da haben wir noch was. Und da oben geht's jetzt so Mildos. Richtig los. Unsere Zeit ist knapp. Ich bin wach. Die haben ja auch diesen doofen Mana-Brand, der mich ja auch schon bei Illidan frustriert. Oh nein, oh nein. Meine Kraft. Gehört euch, sind Dämonen in der Nähe. Oh no. In Position. Fürchtet die Nacht. Ich warte auf euch. Feuer. Ja. Viel zu leicht. Schon erledigt. Ich werde ungeduldig. Es sind so viele. Tötet den erstmal. So, der ist weg. Der ist auch weg. Ich bin wach. Der ist auch weg. Wichtig ist, dass ich noch lebe. Wie viele sind das? Look at that. Okay. Euer Befehl? Für meine Brüder. Meine Kraft gehört euch. Auf euer Es scheint, als bräuchten wir hier ein paar mehr Einheiten. Ich bin blind, nicht taub. Fasst euch kurz. Und in der Richtung dürfte eigentlich kein Feind mehr lauern. Wir haben hier alles weggeräumt. Wo soll ich zuschlagen? Ihr beiden seid jetzt die einzigen, die hier noch Wache halten. Mit dem Rest müssen wir angreifen. Wenn wir zum Schädel des... Oh, guckt euch an, was hier noch steht, ne? Höllenbestien. Ihr wisst, wie stark die sind. Die haben ja ihren eigenen Feuerbrand. Stimmt genug? Mich anzusprechen. So, wenn unsere Units da sind, wir werden jetzt mit Illidan so ein bisschen vorpreschen. Spuckt schon aus. Wir haben einen Krallendruiden, mit dem können wir noch einen von diesen... Kaum eine Herausforderung. Rausziehen. Unsere Zeit ist knapp. So, jetzt reicht es. Sofort. Natürlich. Meine Kraft. Oh, schon aus. Einen können wir rausziehen. Ich. Selbstverständlich. Ich werde ungeduldig. Was ist der Ruf der Natur? Stop it. So, jetzt ist der dran. Jetzt muss man sich ja natürlich die Frage stellen, was wird passieren, wenn Illidan... Hier wird der Schädel des Gul'dan aufbewahrt. Diese armseligen Dämonen werden mich nicht davon abhalten, ihn für mich zu beanspruchen. Tja, aber zu welchem Preis, Illidan? Zu welchem Preis? Das ist ja genau das Problem. Zu was ich musst du werden? Ungeduldig. Werden wir erobert? Um Tyrande deine Liebe zu beweisen. Oder um allen zu zeigen, dass du kein Monster bist. Wir müssen auf jeden Fall das Dämonentor hier zerstören. Damit eben genau das hier nicht passiert. Noch einer von denen auftaucht. Hallo. Sind Dämonen in der Nähe? 90 Versorgung auch einfach. Perfekt. Illidan. Ich hoffe, du begehst keinen Fehler. Jetzt werden die Dämonen wenigstens diesen Wald nicht mehr verderben. Aber wenn ich den Schädel vernichte und seine Macht für mich beanspruche, werde ich stärker als alle Leutnants von Archimond. Ja. Die Macht sollte mir gehören. Jetzt bin ich vollkommen. Ich
Illidan, Stufe 10. 1275 Lebenspunkte. 75 bis 123 Schaden. Und hier sehen wir Tichondrius. Nur die dämonischen Kräfte, über die Illidan jetzt verfügt, können Tichondrius schaden. Und was für Kräfte das sind. Ich bin wach. Illidan, ich bin wach. Du hast zwar die Macht erlangt, die du wolltest, aber du bist dadurch selbst zu einem Dämon geworden und damit zu dem, was die Nachtelfen unbedingt zu vernichten drohen, verlangen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wie werden sie auf dich reagieren? Werden sie dich überhaupt als Helden betrachten können? Oder eher als etwas Furchtbares? Als Sinnbild dessen, was sie hassen? Und so beginnt es. Sind Dämonen in der Nähe? Klärt mich auf. Können wir über diesen Weg zu Tichondrius kommen? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Illidan, zeig uns deine neuen Kräfte. Das Böse rückt näher. Beeindruckend. Auf Wachtposten. Spuckt schon aus. Zweifellos beeindruckend. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Zeig den Weg. In Ordnung. Und wir dürfen natürlich auch immer noch nicht vergessen, dass wir im Prinzip gerade nichts weiter als die Helfer von Arthas und dem Lichtkönig sind. Die benutzen uns. Na klar, hätten wir so oder so ein Interesse daran gehabt, Tichondrius zu vernichten. Aber vielleicht wäre das Ganze anders abgelaufen. Ich glaube nicht, dass diese jämmerlichen Höllenbestien mir noch großartig Schaden zufügen können. Meine Kraft gehört euch. Ich habe leider nur noch einen Bärenbruder hier. Fasst euch kurz. Das ist ja gar kein. Das sind ja gar keine Brüder mehr. Wir bauen mal zwei. Oder drei sogar. Sie werden nicht mehr rechtzeitig kommen, aber es ist schön, dass ich es wenigstens versucht habe. Elite-Dämonenwache heißen die. In Position. Versucht ruhig, Illidan kaputt zu machen. Es wird euch nicht gelingen. Wo soll ich zuschlagen? Irgendeiner von euch war doch ziemlich angeschlagen, du. Ich kenne. Werden wir erobert? Sind Dämonen in der Nähe? So, was haben wir jetzt hier oben noch? Der noch Schäfer mehr Dämonen? Ist erwacht. Ah! Ist das alles? Okay. Hallo! Ich bin wach! Ich gibt bin es wach! Ärger? Ja, gibt es. Meine Kraft. Wir müssen die Portale zerstören. Anzusprechen. Unsere Zeit ist knapp. Unsere Krieger greifen den Feind an. Oh, da kommt Tichondrius. Ich werde er kommt schon. Das, wer seid ihr? Sehen wir doch mal, wie selbstsicher ihr gegen einen der euren seid, Schreckenslord. Unser heiliger Heim wird entweiht. Ich bin wach. Ich bin wach. Bitte nimmt mich tot. Ja, das sind ja schon mal ein paar hier. Leider keine Magie gegeben wird. Vernichte Tichondrius! Und er ist tot. Widerlicher Dämon! Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Malfurion. Das ist aus mir geworden. Nein, Illidan, wie konntest du nur? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet. Und die Wälder werden sich mit der Zeit erholen. Zum Preis deiner Seele? Du bist nicht mein Bruder. Verlasse diesen Ort und setze nie wieder einen Fuß in unser Land. So sei es, Bruder. Es ist sehr traurig. Und dass er ihn vor allen Dingen immer noch Bruder nennt, nach allem, was war. Illidan, der Preis, den du gezahlt hast, der war sehr hoch. Aber Tichondrius ist besiegt und damit der Anführer der Untoten. Wobei man dazu sagen muss, dass die Nasrezim, also die Schreckenslords und generell Dämonen, nicht in der weltlichen, in der normalen Welt, in der Welt der Sterblichen getötet werden können. Ihre Seele wird zurück in den Twisting Nether, in den wirbelnden Nether geschmissen, wo sie dann irgendwann wieder zurückkehren.
Wir können sie also nur im wirbelnden Neta selbst töten. Deswegen ist beispielsweise auch Mal'Ganis nicht tot. Auch wenn ein normales Dahinscheiden dieser Schreckenslords natürlich sie trotzdem zurückwirft. Denn sie müssen ja erstmal ihren Weg aus dem Twisting Nether zurückfinden. Und langsam regt mich das mit diesem Battle.net-Scheiß wirklich auf. Es ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, was dieser Dreck soll. Und natürlich könnte ich offline weiterspielen. Das Problem dabei ist dann nur, dass ich die Dings nicht bekomme. Die Achievements bzw. die Porträts, die man freispielen kann. So, wir haben nun also die vorletzte Mission erledigt. Es gibt jetzt allerdings noch ein Interludium, das sich der letzte Wächter nennt. Und in diesem Interludium, zwei Tage später in einem beschaulichen Tal des Hyal, in diesem Interludium werden die Verbündeten, die für den Kampf gegen die brennende Legion gesammelt wurden, zusammentreffen werden. Menschen, Nachtelfen, Orks. Und außerdem werden wir etwas über den Propheten erfahren, was euch sicher sehr interessant vorkommen dürfte. Wir haben keine Zeit für so etwas, Malfurion. Was machen wir hier draußen? Gestern Nacht sprach ein großer Rabe im Traum zu mir und rief mich an diesen Ort. Wir wurden ebenfalls hierher gerufen. Wer seid ihr, Fremdlinge? Ich bin Thrall, Sohn von Durotan, Kriegshäuptling der Horde. Und ich bin Jaina Prachtmeer, Anführerin der überlebenden Menschen von Lordaeron. Ihr seid hier unerwünscht. Geduld, Priesterin. Sie sind hier, um euch gegen die Legion zu unterstützen. Ihr seid die Gestalt aus meinem Traum. Wer seid ihr, dass ihr uns ein solches Angebot macht? Ich bin der Grund für die Rückkehr der Legion. Vor Jahren habe ich die Orks in diese Welt gebracht und damit auch den Dämonen den Weg geebnet. Als Strafe wurde ich von denen ermordet, denen meine größte Fürsorge galt. Trotz meines Todes tobte viele lange Jahre Krieg in den Ländern im Osten und ganze Königreiche wurden verwüstet. Nun bin ich endlich zurückgekehrt, um alles ins Lot zu bringen. Ich bin Medivh, der letzte Wächter. Ich sage euch jetzt, die einzige Chance dieser Welt besteht darin, dass ihr vereint zu den Waffen greift und gegen die Feinde allen Lebens vorgeht. Kapitel 7. Götterdämmerung. Letzte Mission. Am nächsten Morgen in der Nähe des Hyal-Gipfels. Die Nachtelfen, Orks und Menschen sammeln sich, um ihre Verteidigung des Berges zu planen. Besprechen wir noch einmal eben, was wir gerade erfahren haben. Der Prophet war die ganze Zeit der letzte Wächter von Tirith's Fall. Medivh selbst höchstpersönlich. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es keinen Charakter gibt, der so einen Einfluss auf alle drei Warcraft-Spieler hatte wie Medivh. Medivh ist verantwortlich für all das, was in allen Spielen passiert ist. Warum überhaupt? Nochmal eine kleine Geschichte zu Medivh, falls ihr das jetzt aus Warcraft 1 bzw. Warcraft 2 nicht mitgekriegt habt. Medivh ist der letzte Wächter von Tirith's Fall. Die Wächter von Tirith's Fall waren eine Vereinigung von Magiern, die es sich vor allem zum Ziel gemacht haben, der Bedrohung durch die brennende Legion entgegenzutreten, die er in der Vergangenheit schon häufiger versucht hat, auf Azeroth Fuß zu fassen. Die Mutter von Medivh war Aegwynn, eine sehr, sehr mächtige Wächterin, die einmal gegen einen Avatar von Sargeras gekämpft hat, dem Anführer der brennenden Legion, und ihn besiegt hat.
Was sie allerdings nicht wusste, ist, dass Sagaras einen Teil seiner Seele in Aegwynn gelassen hat. Und als Aegwynn dann schwanger wurde mit Medivh, hat dieser Teil der Seele Einfluss auf den Fötus genommen und dafür gesorgt, dass Medivh von Anfang an eigentlich von Sagaras korrumpiert war. Er hat es erst nicht gemerkt und es wurde ziemlich schnell klar, dass Medivh ein unglaubliches magisches Potenzial hat. Und als er dann im jugendlichen Alter war, da hat Sagaras seine Kontrolle halt über ihn vollends zur Geltung gebracht und dann dafür gesorgt, dass Medivh, als er dann erwachsen war, Kontakt mit Gul'dan aufgenommen hat auf der fernen Welt Draenor, wo dann mit ihm gemeinsam das dunkle Portal auf beiden Seiten errichtet wurde, wodurch die Orks dann in die Welt kamen. Und da begann dann halt eben der erste Krieg. Daraufhin natürlich dann auch der zweite Krieg. Und jetzt ist Medivh dafür verantwortlich, dass nach seinem Tod im Prinzip, er ist übrigens nie wirklich ganz gestorben. Ich glaube, das war so, dass seine Mutter durch einen Teil ihrer Macht dafür gesorgt hat, dass Medivh eben wieder aufstehen konnte. Und jetzt ist Medivh halt im Prinzip sehr, sehr darauf bedacht gewesen, dafür zu sorgen, dass er seine Sünden so ein bisschen reinwaschen kann von dem, was er damals getan hat, als er unter dem Einfluss von Sagaras stand. Und so war es sein größtes Bestreben, alle möglichen Verteidiger gegen die Legion zu mobilisieren, sie zu einen, und das hat er jetzt tatsächlich geschafft. Und somit ist er eben halt auch für alles verantwortlich, also für die gesamten Bewegungen der Leute hier in Warcraft 3, mal abgesehen jetzt von beispielsweise Arthas, aber er hat Thrall auf den Weg gebracht, er hat Jaina auf den Weg gebracht, er hat die Nachtelfen mobilisiert, und so hat er Einfluss genommen auf alles, was in den drei Spielen passiert, und das finde ich schon ziemlich krass, dass es ein einziger Charakter eigentlich war. Also niemand hatte so großen Einfluss auf alle drei Spiele wie Medivh. Ist einfach so. Kommen wir zur letzten Mission. The Last Stand. Am Berg oder am Fuße des heiligen Baumes. Hial. Sie sammeln sich alle. Entschuldigt die Verspätung. Es ist so, wie wir befürchtet haben. Archimond und seine Verdammniswachen nähern sich dem Gipfel. Er wird jeden Moment hier sein. Vor 10.000 Jahren besiegten wir Nachtelfen die brennende Legion. Der Rest der Welt wurde zertrümmert. Doch wir konnten unser unsterbliches Leben in Frieden leben. Eins mit dem Weltenbaum. Wir sind seine Beschützer. Durch ihn haben wir Unsterblichkeit und Macht über die Natur erlangt. Nun ist es an der Zeit, dass wir diese Macht zurückgeben. Das heißt, wir werden altern wie diese Sterblichen. Unsere Macht über die Natur wird mit der Zeit schwinden. Wenn der Stolz uns zögern lässt, Liebste, dann haben wir vielleicht schon lange genug gelebt. Ich begebe mich zum Gipfel und bereite dort unsere Verteidigung vor. Was auch kommen mag, Liebste, vergiss nicht, dass uns ein ewiges Band vereint. Wenn ihr unsere Stützpunkte versorgt und verhindert, dass wir überwältigt werden, dann können Thrall und ich Archimons Aufstieg verzögern. Euer Plan ist verwegen, Mädchen. Vielleicht habe ich euch Fremdlinge doch unterschätzt. Möge Elun euch wohlgesonnen sein. Ja, und während zu Malfurion, den Waffen, meine Brüder, zu den Waffen, tapfere Orks und Menschen, es dämmert. Und der Feind wartet. Hier oben sehen wir den Berg und den Baum Hyal. Oder den Nordrassil heißt der Berg heißt Hyal. Haltet Archimond auf.
haltet Archimond 45 Minuten lang auf. Archimond darf den Weltenbaum nicht erreichen. Ihr müsst versuchen, Archimonds Aufstieg zum Hyal-Gipfel zu behindern, indem ihr ihm und seinen Elite-Streitkräften alles in den Weg stellt, was ihr zur Verfügung habt. Dadurch verschafft ihr Malfurion die Zeit, die er benötigt, um seinen geheimnisvollen Plan zur Verteidigung des Weltenbaums umzusetzen. Auch wenn viele eurer Kameraden dabei fallen könnten, so wird ihr Opfertod doch die Zukunft der Welt sichern. Und genau das werden wir beim nächsten Mal machen, wenn der finale Kampf um Azeroth beginnt. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.